Letzter Redner ist jetzt Thorsten Warnecke aus Hessen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sie vielleicht diesen Parteitag verfolgen, welchen Eindruck haben Sie von diesem Parteitag? Haben Sie den Eindruck, dass die SPD zerrissen ist, weil sie sich innerparteilich streitet, aus verschiedenen Lagern flügeln? Oder haben Sie den Eindruck, dass wir uns deshalb streiten oder auseinandersetzen, weil es um Sie geht, um Ihr persönliches Schicksal, das sich in dieser Koalitionsvereinbarung, die wir mit 70% beschlossen haben, widerspiegelt und das sich widerspiegelt in Erfolgen, von denen man nicht ausgehen konnte? Die sachgrundlose Befristung steht im Koalitionsvertrag. Und dass es rausgekommen ist, hat die SPD erreicht, liebe Bürgerinnen und Bürger, niemand anderes. Und stellen Sie sich die Alternative vor. Erinnern Sie sich noch an den Herbst? Als Schaumwein schlürfend auf Balkonen sich FDP, Grüne und CDU, CSU als vier Parteien zusammengefunden hatten? Glauben Sie, dass das, was in der Koalitionsvereinbarung steht, auch nur irgendetwas wäre, was die Parteien miteinander vereinbart hätten? Liebe Journalistinnen und Journalisten, Sie sind aufgerufen. Vergleichen Sie doch mal, was dort vereinbart wurde, mit dem, was die SPD erreicht hat. Und fragen Sie mal nach, ob das, was die 10 Millionen, von denen Stefan Grüger vorhin gesprochen haben, erwarten, ob sich das dort widerspiegelt. Fragen Sie doch mal nach, warum ein Ministerpräsident der Grünen, Herr Kretschmann, sagt, an das Tempo 130 glaubt er nicht mehr, das hat er abgeschrieben. Wir beschließen so etwas auf Parteitagen. Die Grünen haben es längst abgeschrieben, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und da ist doch die Frage, warum wollen Sie nicht in dieser Sozialdemokratie mitarbeiten, die zugegeben einen Teil ihrer Erfolge immer zu relativieren sucht, weil sie sagt, eigentlich wollen wir ja mehr. Aber hätten die anderen Parteien auch nur irgendetwas mehr für sie gemacht? Ich glaube das nicht. Ich finde es klug, darüber zu reden, was wir mit der CDU, CSU noch erreichen können. Unklug finde ich allerdings, wenn man neue Felder aufmacht, wo wir doch von vornherein wissen, dass es nur Ärger bei uns gibt. Weder die Frage zusätzlicher Auslandseinsätze als Entgegenkommen, noch die Frage einer neuen Unternehmenssteuerreform, die kann ja nur heißen, dass die CDU, CSU die Unternehmenssteuern senkt, noch die Frage, ob wir den Steuersoli abschaffen, wird doch so einfach dazu kommen, dass wir etwas Besseres bekommen. Und wer glaubt, dass eine schwarze Null abgeschafft die Alternative ist, der braucht anschließend über Reichtum und Armut nicht mehr zu reden. Wenn ich als Millionär von mir aus 10 Millionen jedes Jahr bekäme, als Alternative zu einer Million zusätzlich um Steuergerechtigkeit, eine Million als Staatsanleihe aufnehmen könnte, die mein Vermögen nicht schmälert, ich habe weiterhin 10 Millionen. Oder ich muss die eine Million an Steuern zahlen, da habe ich nur noch 9 Millionen. Na, die Alternative kaufe ich sofort. Liebe Genossinnen und Genossen, denkt noch mal darüber nach, ob die Alternative in den Steuerkonzepten nicht der richtige Weg ist und nicht die Frage, die hier so gern thematisiert wird, na, da machen wir halt Schulden, die die Reichen aufnehmen können, um keine Steuern zu zahlen. Danke fürs Zuhören. Glück auf.